Hallo, willkommen zurück zu Sim Farming Challenge hier auf der Rehbach. Wir haben heute im lieben Smelly wieder am Start. Grüß Gott, Zipfelklatscher. So, weiter geht's. Zwar langsam dämmert's hier. Oh, es wird. Langsam dämmert's dir? Ja, das auch. Ach, jetzt wieder nicht mehr blockieren? So, oder? Jetzt fahren wir schnell ganz kurz zum Shop. Und werden mal kurze Umbaumaßnahmen hier am John Deere hier vornehmen und werden noch ein bisschen Saatgut mal holen. Das wir jetzt tatsächlich anders machen müssen. Jetzt müssen wir nämlich Big Packs holen, die auf den Plattformanhänger laden und dann unsere Sämaschine damit quasi betanken. Anders geht es leider nicht aktuell. Deswegen werden wir es jetzt so machen. So. Und wir werden hier am John Deere halt vorne jetzt das Ganze anders konfigurieren. Bis jetzt haben wir das Gewicht hier vorne dran. Das wird jetzt gleich mal geändert. So. Beziehungsweise, warte mal, einmal eine kurze Sache mal checken hier, warte mal. Da, 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 da. 156, nee, ne, warte mal. Einmal kurz was gucken hier. Wie teuer wäre denn der? Nee. Nope. Achso, warte, jetzt umkonfigurieren. Reparieren können wir bei der Gelegenheit auch. Konfigurieren. So, die Reifen machen wir ein bisschen leiser hier. So, Warning Signs, das auch nicht. Back Fenders, Worklights. Front Attacher. Das hier. Das werden wir jetzt hier mal darum bauen. Oh, Sperrpunkt des Todes. Okay. Da lang. Glaube ich. So, jetzt holen wir uns noch schnell einen Anhänger. Jetzt müssen wir schnell wieder zurück zum Feld. Ist noch die Frage, wo war denn der? Jetzt mal schauen, der hier war das, ne? Ich glaube, der war das. Konfiguration Standard, Aufbau Standard, Ballen Autoload Standard, Universell Autoload, ja, genau. So, das passt. Reifenvariante, das ist auch, ja. Arbeitslicht hinten. Kann auf jeden Fall nicht verkehrt sein. Arbeitslicht vorne. Auch gut. Ja, das passt. So, gucken wir mal die Farbe. In den anderen Hänger hat man, glaube ich, auch so ein bisschen anders designt. So, dann machen wir das nämlich hier genauso. Ah, unseren Namen sollten wir schon mal draufschreiben. So, den brauchen wir auf jeden Fall noch. So, jetzt will die Katze wieder vom Fenster weg. Ja, falscher Zeitpunkt. So, wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal den hier konfigurieren. Also haben wir jetzt gemacht. Jetzt holen wir uns noch ein paar. Ach du Scheiße! Big Pack Saatgut brauchen wir jetzt hier. Und holen wir uns mal hier volle Ladung. 8 Stück. Kaufen. Ist ein Drehschimmel geklumpert, ne? Was denn? Ich hasse Drehschimmel. Smelly hat unseren alten Fan gekauft. Hab ich das jetzt vorhin erwähnt? Haben wir das vorhin in der Folge? Nee, das war Folge, ja. War vorhin nicht erwähnt. Meine ich.
Hoffe ich. Sonst, ja, war es jetzt gerade total verkackt. Aber egal. Wo habe ich denn den... Hä, hey, wo ist denn der Autoload? Ach da, Laden starten, Umschalt R. Chamber Autoload. Da. Umschalt R, ja. Dann holen wir mal noch 6 Stück dazu. Also mein Mehl ist ja wirklich gut gesichert, muss ich sagen. Ist... Ja. Verkaufen. So, kann ich nochmal Umschalt R machen? Warum abladen? Ich will doch... Umschalt I? Hä? Ich würde gerne mehr laden, Leute. Ah, da. Es können keine weiteren... Okay. Dann müssen die wohl noch mal kurz da warten. So. So, ganz kleiner Cut. Die Katze wollte dann doch wieder vom Fenster runter. So. Und wir fahren nach Hause. Noch zwei Paletten. Zwei Paletten, sag ich schon. Noch zwei Big Packs da. Die müssen wir dann nochmal bei Gelegenheit holen. Und den Rest haben wir jetzt schon mal hier drauf. Das heißt, 12.000 Liter Saatgut. Plus nochmal zwei, also 14.000 haben wir jetzt hier aktuell dann gerade in Big Packs dann. Die werden ja auch relativ schnell leer. Im Big Pakistan, was? Saatgut? Was? In Big Pakistan? In Big... Du bist auch Big Pakistan. Darauf muss er erstmal kommen. Ja, ich weiß nicht, ich bin komisch. So. Ab nach Hause. Was wollte ich jetzt machen? Mir fehlt voll der Plan. Das ist gut. Ist gut für mich, auf jeden Fall. Achso, was wir noch mit drauf haben, ist jetzt, gut, wenn die Folge rausgegangen ist, das schon eine ganze Weile, Strohbergungs-Add-on ist frisch rausgekommen die Woche. Und ja, auch jetzt mit drauf. Sprich, es können jetzt Heu- und Strohpellets auch gepresst werden. Also das komplette Paket ist jetzt auch hier am Start. Dann muss ich mal gucken, wo wir den Anhänger hier abstellen am günstigsten. Macht das da oben Sinn? Zorn. Hab ich jetzt die alles gestriegelt? Schon mal kurz. So, jetzt kommt die Challenge. Drehschirme rückwärts. Alles gestriegelt. Was gestriegelt? Das ist ja, achso, mit dem neuen. Mit beiden. Den alten, in Anführungszeichen, roten Herzen verkauft, ne? Den Dings. So, warte mal, wer stellt den neuen den roten und den alten blauen habe ich jetzt noch. So, das haben wir schon mal ganz gut eigentlich gemacht, denke ich. So, warte, dann. Ein bisschen mal hier so rangieren, dass wir hier gleich dicht ranfahren können und dann können wir das auch vernünftig abstellen. So. Was war der? Da können wir später hier entsprechend einfach das Saatgut aufladen für die Sämaschine. Das sollte, glaube ich, ganz gut passen. Wir müssen natürlich nur gucken. So. Ab geht's. So.
Dann mal gucken, die dürften ja auch gleich wieder fertig sein. Ein paar Schafe haben wir auch noch gekauft. Mhm. Die Wolleproduktion ist angekurbelt. So. So, der heizt hier schön lang. Der ist auch gleich fertig. Oh, genial. So muss das. Was? Achso, das ist das Feld. Was wir noch da für eine Sämaschine kaufen, das wird sich dann nach der. Spätestens nach der nächsten Ernte, denke ich mal, dann ergeben. Was hatte ich jetzt eigentlich noch angepflanzt? Weiß ich gerade gar nicht. Mal gucken. Hier mit der Düngestufe hat auch wunderbar geklappt. Genau so muss das. Was hatten wir hier? Jetzt noch, was haben wir jetzt noch? Wir könnten das Brot nochmal holen. Okay, also viel, viel Raps, was wir jetzt gerade angebaut haben. Noch jede Menge Stroh, okay. Überlege, ob ich mir auch so ein Fermentiersilo holen soll. Zwecksilage. Ja, wenn du so eine Silage brauchst, kannst du dir einfach welche holen von mir, ne? Ne, ich brauch keine. Ach so. Schade. Schade. Ölig schade. Ich muss auch ein bisschen schauen, wo ich bleib. Was war jetzt das Mehl-Business für dich entdeckt? Quasi den weißen Stoff. Das ist das Bauernkokain. Das ist der Folgenname. Was? Das ist der Folgenname. Das Bauernkokain. Der passt, ey. Den muss ich mir notieren. Ich weiß nicht, welche Folge das ist. Gerade jetzt in diesem Augenblick, aber. Die letzte von heute. Ja. Der ist gut. Das ist Bauernkokain in der letzten von heute. Was? Da kommt in den Kommentaren, sag mal, habt ihr selbst am Bauernkokain geschnüffelt? Aber. So, Also ich würde zurückschreiben, neidisch. Warum lädt denn das so komisch? Wir werden da abladen. Umschalt I, also Shift I. Shift I. Batsch weg damit, zack, aufladen. Dankeschön, alles schön drauf, perfekt. Danke. So, bitteschön. Ganz lieb. So, warte mal, Raps haben wir hier schon jede Menge. Warte, wir müssen mal gucken, wie viel Platz wir in den Silos noch haben. Is ready. Oh, Rumble. So quasi. Warum wirst du blockiert? Wann wirst du blockiert, Alter? Ja, das ist das. Also, warum wirst du nicht wann wirst du? Warte mal, ich hab gesagt, ich bin müde. Smelly ist müde. Hier ist die letzte Folge jetzt für die Aufnahmesession hier und dann ist auch Feierabend. Wir haben viel geplant, viel gemacht heute und das Resultat, auch wenn die Folge rauskommt, vielleicht hat man das Resultat schon das erste gesehen. Aber dazu verrate ich hier erstmal noch nichts. Beziehungsweise, ich kann noch gar nichts verraten, weil noch nichts zum Zeitpunkt der Aufnahmesession auf jeden Fall feststand. Also, Konkretes. Aber, ja, nähere Infos auf jeden Fall wird es schon gegeben haben zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge. Oh, mein Gott. Ist das verwirrend, ey. So, was? Ja, ganz genau. Ganz genau. Das ist die beste Frage des Tages. So, der fährt fertig. Der ist fertig mit Ansehen. Und der fährt jetzt fertig mit dem Nerven. Das fertig, ja. So. Ach komm, jetzt fahre ich ständig überall vorbei. Smelly ist Licht an. Fix und Foxy. Ja.
Heute ist so. Schon ein Abend, wo man die Augen ständig zufallen. Ja, dann wird Zeit. Wir werden jetzt auch langsam in den Feierabend hier wanken. Und sagen erstmal danke fürs Zusehen, wenn euch das Ganze gefallen hat. Lasst gerne ein Like da. Und wie es hat euch nicht gefallen. Was? Ist mir lieber auch Schlaf. Bitte hab Rücksicht. ich brauche auch Schlaf, ehrlich gesagt. Aber ich habe heute den einen oder anderen Espresso auf jeden Fall gehabt, also von daher. Lenken. Wenn noch nicht passiert, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, keine Folge mehr verpassen. Und ganz wichtig, bei Smitty vorbeischauen, bei Twitch und bei YouTube. Links in der Videobeschreibung unten. Da follow und abonnieren. Ich glaube, die mitmachen. Smitty ist mein ganz wacher. Das ist mit dem Drehschimmel da rückwärts reinschieben, dann habe ich einen Boscher oder was? Ja, soll ich dir helfen? Nö. Ich wechsle auf den anderen Hänger, der hat keinen Drehschimmel. Das war's auf jeden Fall für die Folge. Den Drehschimmel, den Bauernkokain. Wir sagen danke bis zum Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Bitte.